Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von The Council. Wir sind beim letzten Mal ja hier auf der Insel angekommen, sollen eigentlich ins Herrenhaus gehen und werden jetzt aber erst einmal weiter nach Hinweisen suchen, um herauszufinden, was mit unserer Mutter geschehen ist, weil die wurde ja angeblich am Vorabend hier unten gesehen oder zumindest Licht, was vermutet wird, das von ihr stammt. Und deswegen schauen wir jetzt erstmal, was wir vielleicht hier noch herausfinden können. Die Koffer an sich kann man scheinbar nicht aufmachen. Wäre aber wahrscheinlich auch zu auffällig, wenn ich hier die Klamotten durchwühlen würde. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Okay, so eine Eisenstange würde ich mal sagen, kann man immer gebrauchen. This might just come in handy. Wer weiß, was uns hier noch erwartet. A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Ja, Gerd, dann werden wir jetzt mal nicht anfangen. Blinkt noch was. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Okay, das können wir offensichtlich nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Ich als alter Sammler würde am liebsten immer alles einstecken. Let's see what's hidden inside. Okay, offensichtlich ein Briefkasten. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the order. And I'd recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So. Okay. Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's Island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richer. What is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think! Godoy, Godoy, Manuel Godoy. Why does that name sound so familiar? Okay, this hilft uns jetzt so nicht weiter, weil... I'm guessing he's a man of some importance. Spanish. Entsprechende Fertigkeiten noch nicht haben. Just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but... I'll bet you've got a lot to tell me. Schauen wir mal, ob wir das noch anderweitig rausfinden. Die Frage ist, was machen wir mit den anderen Briefen? Sollen wir uns jetzt die auch noch anschauen? The lantern. Nothing special. Würde natürlich auffallen. Let's see what's hidden inside. Andererseits. Let's look. Address is 50 Bedford Square, London. It's too badly written. I can't make out the address. Ja, okay, wir müssen nur die Adressen anschauen, dann geht's natürlich. A letter written in an oriental language. Besser als alles aufzubrechen. Und hier könnten wir mit Sprache weiterkommen. Aber so hilft uns das leider auch nichts. Deswegen wage ich jetzt mal die Behauptung, dass uns die Briefe nicht sehr weiterführen werden.
The address is in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Nichtsdestotrotz scheint hier irgendwie die ganze Welt verknüpft zu sein. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Probably a Dutchman. This envelope is meant for the Vatican. This name sounds familiar. Brashi. No. Can't seem to place it. Da kommen wir also, wie gesagt, hier so nicht weiter. Das hatte ich aber auch schon vermutet. Aber alle Briefe aufzubrechen wäre natürlich viel zu auffällig. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, hier nicht jeden Einzelnen zu lesen. Eigentlich macht es auch schon keinen Sinn, den von der Mutter zu lesen. Aber da nehmen wir jetzt einfach mal stillschweigend an, dass wir das Ordenssiegel auch haben und den einfach wieder standesgemäß verschließen können. Auch wenn wir das jetzt hier nicht gesehen haben, wollen wir hier mal ein paar Zugeständnisse machen. Da will ich jetzt mal nicht so sein. Und jetzt interessiert mich natürlich noch die geheime, also geheim in Anführungszeichen, die versteckte Ecke vom Anleger. Weil da gibt es unter Garantie auch noch irgendwas zu finden. Ob es spannend ist, werden wir dann sehen. Jedenfalls haben wir hier schon mal noch mehr Chili Royale. Hey, there's something not right about this floorboard. It's different from the rest. Somebody replaced it recently, but it looks like it's fixed pretty solidly in place. It's going to be tough to rip it out of here. Na, da würde ich doch mal spontan zur Eisenstange tendieren. Die gute alte Hebelkraft hat noch niemals einer Planke geschadet. That does it. Let's see what's hidden inside. There's a book and also a bag. The Mysterium Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time, and judging from what I can see, it's the same one as hers. For crying out loud, what's happened to you, Mother? Tja, das weiß ich allerdings auch nicht. Manuskripte kannst du während deines Abenteuers weiterbilden. Zu Beginn jedes Kapitels legst du fest, welches Manuskript du lesen willst und erhältst dafür permanente Fertigkeitenpunkte. Okay, da haben wir dann noch eine zusätzliche Möglichkeit. Das ist ja auch nicht schlecht. A little food, a few toiletries, a small key and some kind of black powder. An iron key, completely rusted. Schlüssel sind immer gut. Schlüssel nehmen wir mit. You never know. It might be useful. I hope Mother wasn't counting on it. Bottom of the bag is covered in black powder. Some fruit, a piece of bacon, and some bread. The fruit's still firm. The bread's a bit stale. From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. Okay, wenn es jetzt mehr als 2 Tage gewesen wären, hätte mich der Gesichtsausdruck auch interessiert. This bag smells of her perfume. Piece of soap, some oils and her powder puff. What does all this mean? Das frage ich mich allerdings auch. Just in case, I'll take it all. I'll give it back to Mother when I see her. Crying out loud. Why did you hide supplies in the middle of nowhere, Mother? I don't know what's going on here, but you obviously feel like you're in danger. Nicht so ganz sicher, ob das gut ist, wenn wir ihre Vorräte quasi mitnehmen. Aber
Nachdem es das erste ist, was wir überhaupt gefunden haben, probieren wir das jetzt einfach mal und stecken das Zeug erstmal ein und hoffen, dass das nicht irgendwie negative Auswirkungen hat. Wäre natürlich auch ein ganz interessantes Ende. Unsere Mutter verhungert auf der Insel, weil wir ihr die Tasche geklaut haben. Da hast du es mal richtig geschafft. Aber ich denke mal, es wird darauf nicht hinauslaufen. Gut, hier sind offensichtlich die ganzen Sammlungen an Schriftstücken, Gegenständen etc., die in irgendeiner Art und Weise wichtig sein könnten oder sein werden, wo wir uns dann hier quasi zusätzliche Informationen noch holen können oder auch immer mal wieder nachschauen, wenn wir was vergessen. Ich weiß, dass ich das vielleicht nicht ganz so oft mache, wie man das vielleicht tun sollte. Ich versuche mir das immer alles so zu merken und scheitere daran dann kläglich. Für alle, die hier gründlicher sind als ich, wie gesagt, hier kann man alles finden. Auch die Personen, die man kennenlernt, kann man sich hier nochmal genauer anschauen. Und wir haben jetzt im Moment unsere Mutter, dann natürlich den Kardinal, der Giuseppe Biaggi, uns selbst natürlich auch und die Herzogin, die wir angeblich von früher kennen, an die wir uns aber leider nicht erinnern können. Und wie man schon sieht, sind hier noch ein paar Punkte offen. Da wird also noch der ein oder andere dazukommen im Laufe des Spiels. Und auch den mysteriösen Diener finden wir hier. Wobei, da werden alle gleich ausschauen. Wenn die alle so eine Perücke und eine Maske tragen, da wird uns das nicht sonderlich viel helfen. Schauen wir mal, ob dort sich dann überhaupt noch weitere finden. Vielleicht ist es auch der einzige, den er hat. Ich weiß es nicht. Wir gucken jetzt mal weiter. Hier haben wir jedenfalls schon mal etwas, was quasi nach dem Schlüssel schreit. I'll never get it open barehanded. Den wir gerade gefunden haben. Hoffe ich zumindest. Schaut doch gut aus. There we are. Und hier haben wir offensichtlich so eine Art maritime Rumpelkammer. Keine Ahnung, warum die Sachen hier weggeschlossen sind, aber nachdem die Kisten groß und schwer beschlagen sind. This looks like a pistol case, but it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Okay, ob das jetzt beruhigend oder nicht ist, dass sie sich bewaffnet hat, das lasse ich jetzt mal noch dahingestellt. Da schauen wir mal, was noch so kommt. Gefunden haben wir bis jetzt jedenfalls nur das Gelee Royal, Goldelixier, Karmelitengeist und Erdstern. Gibt es hier noch? Allerdings ist bis jetzt noch nicht. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Da haben wir ein offenes Fass. Aha, what have we here? It's cannon powder. Okay, Schießpulver. Gut, das erklärt natürlich, warum es weggesperrt ist. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. So, let's go through this. My mother's been hiding pieces of bread between the rotten boards of the wharf in the middle of the night. That's not normal. And if that weren't enough, looks now like she's armed. Meanwhile, she also takes the time to send out letters, reassuring whoever might be interested. That she's having a fabulous time here? So odd. So very odd. And that's not even all I've noticed. But maybe I ought to move on to the manor now. They'll be waiting for me. At least I hope so. Okay, dann haben wir hier noch Bernsteinstücke. Für 4 Bernsteinstücke steigert sich die maximale Konzentration um einen Punkt. Das kann auch nicht schaden.
Und ja, wie gesagt, die Zusammenfassung beschreibt so ziemlich genau das, was in meinem Kopf gerade vorgeht. Das passt hier irgendwie gefühlt noch nicht alles so zusammen. Und so wirklich schlau sind wir jetzt aus der ganzen Sache auch noch nicht geworden. Das Tor hier hätte ich eigentlich gerne wieder zugemacht, aber gut, sei es drum. Wenn das nicht geht, dann lassen wir das. Und dann sollten wir mal langsam sehen, dass wir uns aufmachen. Was haben wir hier noch? Latin Inscription. En nessis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Ja, wie wir Lateiner sagen, allerdings bin ich da, muss ich passen. Mi fili ist, soweit ich, mein Sohn, ne? Der Rest, falls das jemand besser weiß wie ich, gerne in die Kommentare damit. Ich muss jetzt hier mal leider passen, dafür reicht mein Latein nicht aus. Und wir gucken mal, was uns jetzt hier im Herrenhaus erwartet. Da ist unser komischer Freund wieder. Oder zumindest einer, der genauso aussieht. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Und ich würde jetzt mal behaupten, in der Liga der protzigen Eingangsportale liegt es hier auf jeden Fall weit vorne. Es wird vermutlich innen nicht besser, aber was uns da erwartet, würde ich vorschlagen, schauen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.